Enigmatis 2. Die Nebel von Ravenwood. Folge 38. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde. Irgendwie ein bisschen creepy, wenn ich dran denke, dass wir die letzte Folge an dem exakt selben Screen angefangen haben. Allerdings mit dem Unterschied, dass das hier auf ist. Und ich habe das irgendwie stehen lassen. Deswegen, ja, schauen wir mal, dass wir das jetzt hier mal machen. Ich hoffe, ich kriege mich konzentriert. Ich habe es irgendwie nicht so mit meinem Magen heute. Es ist alles ein bisschen viel in letzter Zeit irgendwie, aber egal. Oder Unterleib, muss ich fast sagen. Aber egal, ich muss da jetzt durch. Ich kann euch nicht im Stich lassen und ich will euch an Weihnachten auch noch mit was Schönem, ja, beglücken. Wir schauen mal, was hier alles so ist. Der Flügel ist in den Wurzeln verwickelt. Zu robust, um sie durchzuschneiden. Aha. Das ist irgendwie so eine Schale. Was soll das sein? Ah, jetzt habe ich da... Genau, den Reißzahn, den habe ich gesucht. Eine Aussparung für ein dreieckiges Objekt. Mhm. Okay. Die Münze wurde von den Zähnen des Dämons abgeschnitten. Was für eine Münze? Einer der Reißzähne ist verschwunden. Was für eine Münze? Sehe ich gar nicht richtig. Und das ist wohl der Reißzahn, der Fangzahn, der Vampirzahn, der fehlt. Die Statue kommt mir so bekannt vor. Die war doch praktisch als Reliefmarke im Hauptspiel, jetzt muss ich wirklich Hauptspiel sagen, zu sehen. Ja, das hatten wir schon angeschaut. Da fehlt ein Kopf. Das ist schon mal weg. Das war wichtig wohl. Ja. Das scheint eine Aussparung zu sein. Dort würde ein rundes Objekt gut passen. Ja gut, aber hier Objekt, da Objekt. Ja toll. Achso, da komme ich jetzt gar nicht ran. Eine herzförmige Aussparung. Ja, ich habe ja gar nichts im Inventar oder ähnliches. Ich habe den Reißzahn, aber der wird ja wohl kaum da reinpassen, oder doch? Okay. Er passt. Ah, das ist... Ah. Schale mit Gift. Münze. Da ist ja noch mehr. Ein dreieckig geformtes Juwel. Leider komme ich dort ohne Hilfe nicht heran. Wie? Hast du Angst, dass er zubeißt, oder was? Okay, Münze, Münze. Das ist das, oder? Alles klar. Was ist das? Verzeug. Giftiges Pulver? Schmieröl? Hä? Was ist das für ein Ding? Was soll das sein? Mhm. Ich habe nicht ganz verstanden, was ich da jetzt in der Hand habe. Schmieröl und giftiges Pulver. Ja, aber es klemmt doch nichts. Da ist auch noch irgendwas, oder? Das Schloss ist mit Rubinen geschmückt. Was ist denn das für ein Ding hier? Kann ich da das irgendwie... Verstehe nicht ganz... Ich erkenne nicht, was das sein soll, ehrlich gesagt. Das ist gar nicht so einfach. Ihr werdet lachen. Ich habe jetzt Schmieröl und ein giftiges Pulver, aber... Was genau soll das jetzt hier? Und was soll ich mit diesem Ding hier anfangen? Ich kann jetzt mit beiden Sachen, mit dem Öl und das nichts anfangen. Kann ich da ein bisschen wie einölen? Nee. Hä? Oder beim Mund benutzen? Ich bin ein bisschen verzweifelt gerade. So? Nein. Hä? Wie geht denn das jetzt? Übersehe ich irgendwas, oder? Nee, bin nicht sicher. Wenn es übrigens ein bisschen rumpelt im Hintergrund, es stürmt irgendwie. Es ist für den Weihnachtstag irgendwie merkwürdig, aber es stürmt irgendwie. Gefühlt. Also es rüttelt an meinem Rollo. Also nicht wundern. Also nicht euch ärgern. Aber Schale mit Gift und giftiges Pulver. Dann lass mich doch die Schale irgendwo hinstellen. Ah, danke. Würde ich auch sagen. Also irgendwie. Nur was soll das jetzt? Ist ja gut und recht, aber was soll das jetzt? Oder kann ich jetzt so machen? Ich verstehe den Zusammenhang jetzt gerade nicht ganz, muss ich gestehen. Oder wie ich da jetzt rankommen soll an das Zeug. Ich muss immer noch die Figur, immer der Flügel ist hier. Durchschneiden kann sie nicht. Was anderes habe ich aber nicht. Und die Figur,
Naja, das ist der Schluss. Ich hab aber... Ich komme nicht an den Kopf. Da komme ich auch nicht dran. Ich habe ja nichts. Also, die machen mich fertig. Das ist echt nicht einfach. Herzform. Rubine. Super. Jetzt hänge ich gerade ordentlich, muss ich gestehen. Flügel, ja, und Kopf. Ja, und diese Aussprache gehört wohl der Flügel einer Figur. Eine Stelle für einen Figurenkopf, denke ich. Ja, gut, das kann ja sein. Und was bitte, was muss ich jetzt tun? Vielleicht seht ihr es auch schon und denkt euch, was macht er denn? Was soll denn das hier sein? Ich verstehe das nicht. Das habe ich schon probiert. Das war nochmal das Schloss. Ich meine, es ist nicht so, dass mir irgendwas fehlt, dass ich jetzt irgendwo anders suchen muss. Es ist schon hier, logischerweise. Was ist das hier? Achso, das ist immer noch dasselbe. Tja. Also da sagt er, das wäre... Ich kann es nicht durchschneiden. Okay. Kann ich das vergiften? Da muss schon mal drauf kommen. Ja gut, jetzt kann ich natürlich versuchen, das daran zu pappen. Das ändert zwar jetzt auch nicht viel. Aber na gut, immerhin. Was ist denn das? Ah, Herz. Okay, jetzt geht es wenigstens weiter, weil ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gewusst, wie es weitergeht. Völlig verrostet. Ich kann ihn erst verschieben, wenn er gesäubert ist. Ja gut, das ist jetzt klar. Und da ist jetzt der Schlüssel. Sieht aus wie ein Eulenkopf. Rubinschlüssel. Ja, ja, jetzt ist klar. Jetzt ist es nicht schwer. Das sieht wie eine Kneifzange aus. Eine halbe Zange vielmehr. Ah, das ist das zweite Teil jetzt. Ach so. Ja, dann ist klar. Da ist sonst nichts mehr. Okay. Ja, dann ist klar. Ich habe die ganze Zeit mich gefragt, was ist denn das für ein Ding? Was soll denn das sein? Jetzt ist klar. Ich habe das nicht erkannt. Ja, mit was macht sie das fest? Mit der Hand oder was? Kneifzange. Jetzt muss ich überlegen. Ach so, ja. Ist klar. Also diese Kausalitätskette. Wenn man ein Ding nicht richtig macht, kommt man nicht weiter. Diamant. Ja gut, der gehört da rein vermutlich. Und dann bin ich wahrscheinlich auch schon fertig. Jawohl. Der Rabenkopf. Und jetzt kann ich den Raben nehmen. Den brauche ich. Du hast etwas Nützliches gefunden. Rabenfigur. I know. Na gut. Okay, das passt. Das ist Teil des Rituals. Das einzige Problem ist nur, wir brauchen ja noch mehr. Wobei, eine Feder haben wir auch. Die ist allerdings nicht schwarz. Wobei, schwarze Farbe. Jetzt muss ich mal was überlegen. Aha, geschwärzte Feder. So sah es ja auch in dem Buch aus, das erklärt wurde. War das das Buch? Ne, jetzt habe ich gerade überlegt. War gar nicht das Buch, das war das Buch von dem Ritualort. Da stand nämlich ja drauf, was wir brauchen. If I'd had more time, maybe I could have found another way. But reversing the magic trick was all I could think of. Naja, ist ja gut, du kannst es ja machen, dieses Ding da reversen. Ich glaube, ich habe alles. Nur das vierte habe ich nicht ganz verstanden. Naja, gut. Ich glaube, ja, sollen wir mal versuchen, die Rabenfigur draufzustellen? Okay, und das ist die Feder. Gehe nach der Anleitung im Buch vor, um den Raben zu vertreiben. Nutze die Objekte auf dem Tisch. Objekte ist gut, es sind zwei Stück. Na, jetzt bin ich mal gespannt, Freunde. Was meint ihr? Kriege ich das hin mit dem Ritual? Das wird ja richtig spannend hier. Also ich muss mit der Feder... Ja, was soll das heißen? Klopfen, oder? Achso, jetzt kann man sich das nochmal genau anschauen. Male den mittleren Kreis, stelle die Figur ab, zeichne die Runen darum und wähle sie aus. Also erst einen Kreis malen, draufstellen. Was war das denn noch? Die Runen zeichnen und die Runen berühren. Aha. Also Kreis malen. Ja, wie mache ich das jetzt? Kreis malen, okay. Dann stelle ich die Figur drauf. Dann male ich... Was sagt sie jetzt da, wenn ich das... Soll der... Achso.
Ja, jetzt die Runen malen. Richtig? Und sie berühren, aber in welcher Reihenfolge? Oh Gott. Das umgedrehte A soll ich berühren und da unten bin ich nicht ganz sicher, aber das umgedrehte A. Hä? Muss das alles rot werden, weil der ein rotes Auge hat oder was? Aber das ist ja jetzt nicht ganz klar. Was ich, also ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, was ich tun muss. Ich vermute alles rot oder alles blau, weil der Kreis blau ist. Ich bin jetzt sicher, ehrlich gesagt. Vielleicht alles... Ah. I froze, panic-stricken, when the monster rushed at me. But the trick worked. The monster was gone, even if just for a few minutes. It was enough to draw its master's attention and lure him out of the pit. This was my only chance to get to the chamber before that evil man did. Cool, cool. Ja, mit Cutscenes haben sie es also schon. Das kann man jetzt auch nochmal mitnehmen. Das ist jetzt was? Kammerschlüssel. Okay. Krass, krass, krass. Also wir haben ihn jetzt rausgelockt. Ich denke, wir können jetzt in die Kammer. Ob wir natürlich jetzt... Wobei, das ist jetzt der Schlüssel... Ah, dieses mehreckige Objekt. Also, ich bin echt gespannt, ob das Ding hier noch... ja, wie soll man sagen? Ob ich das noch 3 Folgen lang mit euch spielen kann. Wir schauen erstmal, was hier abgelaufen ist. Das haben wir schon gelesen zur Rettung. Das weiß ich einigermaßen. Eigentlich ist es nur noch Gefangene befreien. Dann hätten wir es geschafft. Aber es gibt auf jeden Fall... Ja, noch eine Notiz. Ein ausgeklügelter Plan. Meine Freunde werden unter der Erde festgehalten. Und dieser Verrückte ist auch hier. Ich muss ihn irgendwie aus der Kammer locken. Ach so, das habe ich, glaube ich, schon vorgelesen. Naja, dann habe ich es jetzt halt nochmal gelesen. Denn das haben wir gerade getan. Also wir haben ihn aus der Kammer gelockt. Ich dachte, es kommt jetzt noch irgendwas Neues. Es ist eigentlich nur noch das da. Das habe ich aber auch schon vorgelesen. Die Befreiung. Na gut. Ja, okay. Wimmelbild war jetzt gar keins mehr irgendwie in der ganzen Session. There's no time to lose. I must get Mark and Connie out of here. Ach so, das soll heißen, der steht jetzt da einfach nur rum, oder was? Okay. Ich muss mich beeilen, um meine Freunde zu befreien, ehe er zurück in die Kammer geht. Okay, naja gut, ich wollte ja nochmal schauen. Ich wollte sagen, Wimmelbild oder so war jetzt in dieser Session noch gar nichts. Bisschen schade eigentlich. Kammer, 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 jetzt lass mich überlegen. Achso, ich muss rückwärts gehen. Und dahin, oder? Yes, he's gone. It's time to set my friends free. Okay. Ja, ja, ist ja gut. Nur keine Panik. Ich muss mich beeilen, er wird nicht ewig weg sein. Okay, 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 okay. Hier ist ja, seid ihr verschlossen, doch es scheint, als würde dort ein zylindrisches Objekt hier hineinpassen. Das ist ja jetzt das da. Na gut. Halali. I was in. And they were all there and breathing. I had to get Mark out as fast as possible. Hm. Ihre Freunde. Okay. Ah, das ist schon heavy. Eigentlich sollte ich mal einen Screenshot machen, oder was meint ihr? Ist das eigentlich ein Screenshot wert? Ich überlege gerade, Naja, okay. Man kann auf jeden Fall Fragezeichen und reden. Conny, nein, halte durch. Ich werde euch beide retten. Na, spannend machen sie es schon. Ihr ist sonst nichts. Ich kann halt Mark versuchen ansprechen, wenn das mal gut geht. Mark, Mark, wake up. I feel weak. This tree. Stay with me. Just a couple of seconds more. Okay. Ich muss das Seil durchschneiden, das um ihn gebunden ist. Ja gut, ich habe ja ein Taschenmesser. Aber es ist hier sonst echt nichts mehr, gell? Das ist jetzt auch das Ending, wenn er mich fragt. Aufgabe erledigt, Gefangene. Ja, ich sehe es. I was so close. At that moment I felt nothing could stop me. If only I'd been right. Defenseless little mortal. Did you really think you could escape? Please don't kill us! Kill you? No, I have a better use for you. That was the last time I saw Mark. Other than in the shards of my disjointed memory. But now, I'm finally free.
Thank you. Let me ask you one more question. You mentioned documents found in Whitmarsh's estate. They allege that when the last Reaper remains, there will be one last quest to complete before Asmodai is reborn. Yes, that's right. That means we still have time. The game's not over yet. I think we should join forces, don't you, Detective? Yes, I do, partner. Haha, okay. Ja gut, das spielt natürlich auf den dritten Teil an. So quasi, selbst wenn es nur noch ein Reaper ist, hat er noch was zu erledigen und das müssen wir dann wieder aufhalten. Ja gut, das war also das Bonuskapitel. Ich hatte so eine Befürchtung, dass das jetzt wahrscheinlich relativ fix gehen wird. Also 3 Folgen werden das wohl nicht mehr werden. Ich habe es versucht, meine Freunde. Ich will jetzt hier auch den Endscreen gar nicht ewig laufen lassen, sondern ich möchte jetzt natürlich noch euch in dieser Folge, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, noch ein paar Extras zeigen. Das habe ich ja beim letzten Teil auch gemacht. Und danach bin ich dann endgültig raus aus Enigmatis 2. Ich brauche jetzt hier auch kein Fazit ziehen oder sowas, denn das Fazit habe ich beim Ending vom Hauptspiel gemacht. Also schaltet nicht ab, bleibt dran. Ich werde jetzt quasi einen Schnitt machen und euch so ein bisschen noch die Extras zeigen. Und dort bei den Extras melde ich mich gleich wieder. Also wie gesagt, bleibt dran, damit ihr den Schluss und das alles auch noch mitbekommt. Und da würde ich sagen, bis gleich. So, meine Freunde. Jetzt sind wir in den Extras. Schön, dass ihr da geblieben seid. Ich muss gestehen, ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass die Musik aus ist und alles. Und draußen ist ein derartiger Sturm, dass ich jetzt erstmal aufgestanden bin und die Rollos runtergelassen habe, sie ein bisschen fixiert habe, damit man es nicht so arg hört. Ich hatte auch ehrlich gesagt schon angefangen, die Extras zu drehen, aber es ist dermaßen viel. Es gibt noch eine Redwood-Enzyklopädie, dass ich irgendwann bei 10 Minuten war und ich dachte mir, ich kann jetzt keine, ja, keine Ahnung, 30-Minuten-Folge oder 40-Minuten-Folge oder sonst was machen. Deswegen, meine Freunde, nicht böse sein. Ich werde hier jetzt erstmal die Folge an der Stelle beenden. Und wenn einer das möchte, mit mir die Extras noch einmal durchgehen, dann werde ich dafür eine Extra-Folge machen, weil jetzt sind wir so gesehen auch schon bei 18 Minuten. Das reicht einfach nicht, das würde zu lange dauern. Und vielleicht kann ich mir was überlegen, vielleicht kann ich in der nächsten Folge, wo es dann halt um die Extras geht, auch eine Musik drunter legen, ja, dass ich da irgendwie, man kann sich auch die Musik vom Spiel downloaden, dass ich die Musik drunter lege, damit es nicht so ruhig ist. Ihr merkt ja, das ist irgendwie weird, wenn man nur meiner Stimme lauschen kann. Deswegen soweit mal mit dieser Folge. Viel mehr gibt es jetzt leider nicht her. Das Game ist so quasi durch, samt Bonuskapitel. Und an dieser Stelle bleibe ich aber hier so stehen. Also wenn ihr wirklich die Extras sehen wollt, ich meine, warum nicht? Wer es nicht macht oder nicht möchte, dann bin ich natürlich auch nicht böse. Aber es gibt quasi noch eine Extra-Folge mit Extras, also ein Bonus-Bonus. Oder ihr müsst es jetzt euch einfach so hinlegen, wie ihr das möchtet oder eben wie ihr das wollt. Ja, von daher, so weit, so gut. Das war auf jeden Fall zum einen das Hauptspiel, zum anderen das Bonuskapitel. Schaltet bei den Extras wieder ein. Da kann ich dann in aller Ruhe euch diese Kredenzen, hier bin ich mal für diese Folge raus. Diese Extras-Folge kommt morgen. Vielleicht ist das auch was, was ihr dann an Weihnachten in Ruhe mit einer Tasse Tee in der Hand vielleicht genießen könnt. Das könnte doch gut funktionieren. Denn ich lese da ziemlich viel vor, wie so eine kleine Geschichte. Also schaltet bei dieser allerletzten Folge auch noch ein. Da würde ich mich übertrieben darüber freuen. Da würdet ihr mir auf jeden Fall wiederum eine Freude machen. Wenn es euch gefallen hat, ja, dann lasst doch einfach mal ein Like da und vielleicht sogar ein Abo. Das wäre super, super toll. Das wäre sehr nice von euch. Und macht die Glocke an, damit ihr auch mitbekommt, naja, wann es dann weitergeht, wann dann dieses Extras-Video kommt und alle anderen Sachen. Und ansonsten bin ich jetzt mal raus aus diesem Bonuskapitel. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Morgen, wie gesagt, noch eine spezielle Extras-Folge. Und ja, da sehen wir uns dann wieder. Und bis dahin, tschüss.